Ich bin Michaela Eberle, hier die Hauptgeschäftsführerin in der IHK Ostwürttemberg seit November 2016. Das ist mein Schreibtisch zugegebenermaßen. Ich habe ihn nicht aufgeräumt, bevor Sie jetzt gekommen sind. Was mache ich hier, wenn ich im Haus bin? Klar, natürlich arbeiten, PC, Mails, Rücksprachen, aber dann eher am Stehtisch gemeinsam. Es gibt nach wie vor Dinge, die man analog unterschreiben muss, und das mache ich mit einem Geschenk, das ich bekommen habe und sehr, sehr schätze und gerne nutze, mit meinen Initialen EB. So heiße ich hier im Haus. Und diese Dinge, die man eben noch unterschreiben muss, mache ich mit dem Füller. Den Kreisel habe ich mir ausgesucht, weil der wurde in unserem Bildungszentrum, IHK Bildungszentrum, zur Eröffnung Dezember 2017 bei unserem Tag der offenen Tür ausgegeben an Interessierte, und ich habe einen bekommen mit meinem Namen. Wahrscheinlich gab es das nur für mich in dem Fall oder für ein paar Ausgewählte eben. Handy habe ich mir noch ausgesucht, weil ich eigentlich alles mit dem Handy mache, wenn ich unterwegs bin, nicht da bin. Also ich brauche nicht unbedingt einen Laptop oder ein Tablet oder sonst irgendwas. Ich mache da alles von Präsentationen, PDFs kommentieren, lesen, mitnehmen, habe sämtliche Unterlagen dabei, alles da drauf. Handy ist ganz, ganz wichtig, E-Mails und alles ständig den ganzen Tag. Ja, ansonsten, ja, es gibt auch Post, es gibt Zeitungen, die ich natürlich ebenso lese. Ja, und ja, was ich halt hier so tue ich. Aber ja, meistens bin ich auch draußen und unterwegs. Das ist ja eigentlich noch lieber und noch wichtiger, wenn wir unterwegs sein können und ja, für unser Unternehmen da sein können.